Matthias Mikus, du hast zusammen mit Robert Lorenz ein Buch über den Beruf des Politikers geschrieben. Die politische Klasse gilt ja heute oftmals als wenig vertrauenswürdig, als ahnungslos oder sogar als korrupt. Ist dieser Eindruck eigentlich berechtigt? Der Eindruck über das politische Personal hängt sehr stark auch damit zusammen, dass die Erwartungen, die an Politiker gestellt werden, extrem widersprüchlich sind, ja geradezu konträr sind, gar nicht erfüllbar sind. Also zum einen wird erwartet, dass Politiker schnell entscheiden. Zum anderen wollen die Bürger aber auch mitgenommen werden, wollen beteiligt werden. Einerseits sollen Politiker sich zu jedem Thema äußern können, andererseits sollen sie aber auch Experten sein. Einerseits wird erwartet, dass sie Interessen durchsetzen können, andererseits sollen sie aber auch sensibel sein, reflexiv sein. Alles so Erwartungen, die an Politiker gestellt werden, die aber allesamt nicht erfüllbar sind. Politiker wie Konrad Adenauer, Franz Josef Strauß oder Helmut Schmidt werden ja rückblickend oftmals mit sehr positiven Eigenschaften beschrieben. Es wird ihnen Charakterstärke, Brillanz oder auch Mut zugeschrieben. Sind das eigentlich historische Verklärungen oder hat sich das politische Personal wirklich gewandelt? Ja, da ist wie immer im Rückblick viel Nostalgie dabei. Wir glauben, dass die heutigen politischen Eliten sich in vielem überhaupt nicht unterscheiden von den früheren politischen Lenkern und Vorderleuten, dass es sehr viel Kontinuität gibt bei heutigen Karrierewegen im Vergleich zu dem, was Ochsentour genannt wird, also der klassischen Berufspolitikerkarriere. Insofern ist also vieles konstant geblieben. Es gibt dennoch einige Veränderungen, die es für uns oder unseres Erachtens rechtfertigen lassen, von einem neuen Typus zu sprechen, nämlich dem Karrierepolitiker. Wir glauben, dass der zentrale Unterschied zu früher ist, dass heute im politischen Werdegang, in der politischen Karriere die Wartezeiten kürzer geworden sind, das heißt, dass Karrieren schneller ablaufen und Unsicherheit, Brüche rückläufig sind. Das heißt, politische Karrieren sind heute sehr viel planbarer geworden, weisen weniger Rückschläge auf, sind sehr viel geradliniger und wir glauben, dass deswegen der Beruf des Politikers viel weniger prekär geworden ist, als er es früher war. Also früher sprach man immer vom prekären Beruf, das ist ja heute immer weniger. Man könnte sagen, Politiker oder Politik ist heute immer stärker tatsächlich Beruf geworden und weniger Berufung, als es früher war. Ihr beschreibt ja einige der Politiker der alten Schule als Choleriker, als Exzentriker oder sogar als dreiste Lügner. Warum waren die damals so? Naja, in der Politik, auch das ist eine Erwartung, wie sie häufig an Politiker gestellt wird, wie sie aber sich nicht einlösen lässt, wie sie häufig sogar, wenn man so will, sachfremd ist. Es wird immer gesagt, Politiker sollten ehrlich sein. Aber ganz häufig ist es so, dass um die eigenen Interessen wirkungsvoll vertreten zu können, man erstmal die eigentlichen Motive verbergen muss, nicht ganz die Wahrheit sagen darf, zumindest Dinge verschweigen muss, um eben Mehrheiten zu gewinnen, um Positionen, die man als richtig erachtet, durchzusetzen. Wenn Adenauer immer zum Beispiel die Wahrheit gesagt hätte, wenn immer klar gewesen wäre, dass es eine Währungsreform geben soll und die soziale Marktwirtschaft immer eindeutig so postuliert worden wäre, wenn die Westbindung und die Wiederbewaffnung, auch die Ostpolitik, all das sind ja Politikfelder, die zu Beginn, als sie implementiert wurden, keine Mehrheiten besaßen. Insofern muss man da sehr viel auch mit Camouflage arbeiten, muss sehr viel auch erstmal zurückhalten, weil nur dadurch bestimmte Politiken überhaupt durchsetzbar werden. Ihr beschreibt aber, dass die Biografien von den Politikern früher und heute sich sehr stark unterscheiden, dass vor allem die Prägung der alten Politiker anders war. Was haben die erlebt und wie hat sich das ausgewirkt auf deren Politikstil? Naja, ich glaube also, dass jetzt, wenn man, also natürlich gibt es die alten Schicksale, die es ja glücklicherweise, muss man sagen, heute nicht mehr gibt. Prägung durch Kriegszeiten, Prägung durch Inflationszeiten, Prägung durch Entbehrung, durch Not. Das führt natürlich schon dazu, dass man charakterlich anders an Politik geht oder überhaupt mit einer anderen Einstellung an Politik geht, als es heute der Fall ist. Wie gesagt, Politik ist stärker zum normalen, gewöhnlichen Beruf geworden, als das früher der Fall war. Ist weniger Berufung. Dadurch ist auch weniger Leidenschaft im Spiel. Für die Karrieren ist das Entscheidende, dass es heute weniger Konflikte und kaum noch Streit gibt. Das heißt, Politiker sind heute viel weniger konfliktgestillt, als sie es früher waren. Sie erlernen das Politische, das Intrigen schmieden, das Finden schlagen, das Mehrheiten organisieren, viel weniger, als das früher der Fall war. Politik lässt sich aber nicht erlernen,
in einem Studiengang oder durch den Erwerb formaler Kompetenzen, wie das eben bei anderen Berufen der Fall ist. Wie gesagt, Politik ist immer mehr Beruf geworden, aber das unterscheidet sie immer noch. Sondern Politik lässt sich nur durch Learning by Doing, wie es so schon heißt, erlernen. Eben indem man durch so eine Art Feuertaufe geht, indem man gestählt wird, indem man Konflikte aushält. Das ist heute immer weniger der Fall. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe dafür, dass Politiker immer weniger Kanten aufweisen, dass sie immer weniger profiliert sind. Oder zumindest, dass immer weniger profiliert erscheinen. Dass man heute das Gefühl hat, man hat es mit austauschbaren Charaktermasken vielleicht oder so etwas zu tun, mit Leuten, die für nichts wirklich stehen, die Teflon-Typen sind und nicht mehr Originale oder Unikate, wie es früher der Fall war. Und das verschärft dann eben auch die Vertrauenskrise. So ein typisches Unikat ist ja bis heute Helmut Schmidt geblieben. Helmut Schmidt gilt nach wie vor als einer der großen Charakterköpfe der deutschen Politik. Passt das eigentlich noch in die Zeit und trifft das eigentlich auch überhaupt zu? Ja, Helmut Schmidt ist so der klassische Fall für nostalgische Verklärung im Rückblick, weil Helmut Schmidt ja zu seiner Amtszeit alles andere als unumstritten gewesen ist. Und so jetzt mittlerweile ist er lagerübergreifend das Paradebeispiel für den perfekten Staatsmann oder so etwas. Ich glaube tatsächlich, dass das Fehlen von Charismatikern, von so originalen Unikaten, von besonderen, herausragenden Köpfen, das heute beklagt wird, eine Illusion ist. Max Weber sprach von drei Eigenschaften, die Politiker besitzen müssen. Das eine war Sachlichkeit, das andere war Leidenschaft, das andere war Augenmaß. Man könnte sagen, die heutigen Politiker besitzen Leidenschaft immer weniger, aber Sachlichkeit und Augenmaß. Aber man könnte sagen, in einer Zeit, in der Politik das Management von Komplexität ist oder so etwas, gerade Sachlichkeit und Augenmaß die entscheidenden Fähigkeiten sind und durch Leidenschaften man sich eher Kompromissmöglichkeiten kaputt macht, weil man eben sich Gegner schafft, die man mutwillig erzeugt und die man nicht unbedingt sich erschaffen müsste und dadurch Möglichkeiten, um Lösungen zu finden, um Konsens zu stiften, um Kompromisse zu schmieden, ausschlägt. Wenn man sich mit früheren Politikerkarrieren beschäftigt, dann fällt ja auf, dass die allerlei Skandale, allerlei Krisen einfach ausgesessen haben. Heute dagegen, gerade in den letzten Jahren, haben wir eine Vielzahl von Rücktritten erlebt, auch auf allen Ebenen der Politik. Hat sich da was verändert? Ja, das hängt eben, das glauben jedenfalls Robert Lorenz und ich, sehr stark damit zusammen, dass eben Politiker während ihrer ganzen Laufbahn, während ihres gesamten Werdegangs eben die Konflikte, den Streit, nicht mehr aushalten müssen, dass sie deswegen weniger gestählt und gehärtet sind und dass sie deswegen auch weniger kraftvoll zupacken, wenn es etwas zu packen gibt und sehr viel schneller bereit sind, zurückzustecken, auch zurückzutreten und die Flucht zu ergreifen, wenn sie wirklich mit Gegenwind konfrontiert werden.